Im letzten Video haben wir über String-Abschneiden gesprochen und jetzt sprechen wir über String-Bibliotheken. Was ist eine String-Bibliothek? Das ist eine Gesamtheit von String-Methoden. Und was ist eine String-Methode? String Method auf Englisch. Das ist eine Funktion, die Strings ändern kann. Jetzt schauen wir einige Beispiele an. Hier haben wir einen String, Hallo Johann, und die Variable g, groß. String ist geklebt an diese Variable. Und jetzt will ich, dass alle Buchstaben in diesem String Kleinbuchstaben sind. Was mache ich dafür? Ich schaffe eine neue Variable x. Dann schreibe ich meine Variable g, Punkt, und die String-Methode oder die Funktion lower und die Klammern hier. Lower. Dann print x. Und meine Ausgabe ist Hallo Johann. Hallo Johann. Alle Buchstaben hier Kleinbuchstabe sind und J auch, das ist ein Kleinbuchstabe. Ich kann das auch ohne Variable, ohne neue Variable machen, wenn ich schreibe print. Dann den String Hallo Johann. Punkt. Hier steht Punkt wie hier. Lower. Alle Klammern sind da und dann bekomme ich nochmals Hallo Johann. Jetzt sind alle Buchstaben klein. Es gibt eine Funktion, die dir heißt. Und mit dieser Funktion können wir alle String-Methoden sehen. Wir können diese Funktion in Shell schreiben. Dir und g, unsere Variable g. Und dann sehen wir eine Liste von String-Methoden oder Funktionen, die für diesen String gelten. Oder können wir auch das machen? Print, so print dir und g und bekommen wir die gleiche Liste mit allen Funktionen. Und was macht diese Funktion, zum Beispiel die Funktion lower hier? Sie bekommt den String von uns, von der Variable g, dann ändert diesen String, dass alle Buchstaben kleine Buchstaben sind, wie hier, und dann speichert, dieser String wird in der Variable x gespeichert und mit print x können wir den modifizierten oder den geänderten String sehen. Modifizierter String ist da. Hallo, Jochen. Jetzt testen wir einige andere String-Methoden. Zum Beispiel diese. Upper. Print. Was bekomme ich hier? Was für Ausgabe bekomme ich hier? Hier, es war lower von englischen lowercase letters, Kleinbuchstaben. Und das ist nicht so schwierig zu verstehen. Das ist uppercase letters, Großbuchstaben. Und hier bekomme ich Hallo, Johann. Alle Buchstaben sind Großbuchstaben hier. Es gibt noch
andere Funktionen oder andere String-Methoden testen wir andere. Capitalize. 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 So. Print x. Und hier bekomme ich Hallo, Johann. Diese Funktion, Capitalize, macht nur den ersten Buchstaben groß. Hier, es war schon groß. Es war schon ein Großbuchstabe. So, es war nicht nötig, aber wenn es klein, Kleinbuchstabe ist, das bekommt diese, das ändert sich die Buchstabe und wir bekommen einen Großbuchstaben. Und alle anderen Buchstaben Kleinbuchstaben sind. Und J, es war ein großer Buchstabe und jetzt ist ein kleiner Buchstabe. J. Testen wir andere String-Methoden. Die Funktion starts with beginnt mit oder fängt mit etwas an. Und hier müssen wir das Fragment schreiben, ein Teil von String. Und Teil starts with vom Anfang. Hier schreibe ich zum Beispiel Hallo. Hallo. Und dann print x. Und bekomme ich die Ausgabe true. Das ist richtig. Hallo, das fängt mit Hallo an. Ich kann auch nur H, aber das ist wichtig, dass es ein Großbuchstabe, ein großer Buchstabe ist. Oder ein Großbuchstabe ist. Dann bekomme ich nochmals true. Oder ich kann schreiben Hallo und J, aber ein Großbuchstabe J. Und dann bekomme ich true. So, das ist wichtig, das ist genauso wie am Anfang. Aber wenn ich so schreibe, starts with und hier Hallo, hier gibt es einen kleinen Buchstabe, dann print x und das ist false, falsch. H muss groß sein. Oder wenn ich nur H schreibe, dann bekomme ich nochmals false. Oder sogar Hallo und J. Das hier ist ein Großbuchstabe J, aber H ist klein. Dann das ist nochmals false. Das stimmt nicht. Und jetzt schauen wir ein anderes Beispiel an. Eine neue Variable. G, aber das ist eine neue Variable. Hier haben wir Leerzeichen. Zum Beispiel 4, 5, das ist egal, nicht so wichtig. Hallo und Johann. Und hier nochmals Leerzeichen, ein oder viele, das spielt keine Rolle. Und meine Aufgabe ist, alle diese Leerzeichen von links und von rechts löschen. Ich schaffe eine neue Variable, x, dann g und es gibt die Funktion. Zuerst lösche ich die Leerzeichen von rechts. Und das ist R-Strip. Von Englisch right strip. Stripping spaces from right side. Löschen Leerzeichen von rechts. Print x. Und ich sehe Hallo Johann. Die Leerzeichen von links sind noch da, aber es gibt keine Leerzeichen von von rechter Seite. Wir können das eigentlich nicht sehen, aber es gibt keine Leerzeichen.
Und jetzt muss ich die Leerzeichen von links löschen. Dann schaffe ich eine neue Variable und das ist nicht xy. Jetzt erkläre ich warum. Und hier schreibe L strip. Left strip oder vor hier lösche ich Leerzeichen von linken Seite. Aber was schreibe ich hier vor dem Punkt? Nochmals G, oder? Nein, wenn ich hier G schreibe, dann ja, lösche ich alle Leerzeichen von links. Aber die Leerzeichen von rechts bleiben. Aber was ist mein Ziel? Was war meine Aufgabe? Alle Leerzeichen von beiden Seiten löschen. Ich habe schon von rechten Seite gelöscht. Und jetzt meine Aufgabe ist von linken Seite löschen. Was schreibe ich hier? G nicht, G stimmt nicht. Hier schreibe ich X. X hat schon einen String, wo es keine Leerzeichen von rechts gibt, aber von linker Seite gibt es noch Leerzeichen und jetzt muss ich sie löschen. Print, was print? Print, welche Variable? Natürlich y. Und dann bekomme ich die Ausgabe Hallo Johann ohne Leerzeichen von beiden Seiten. So, ich habe die meine Aufgabe gemacht. Und jetzt ist die Zeit von Übungen. Finden Sie die entsprechenden Übungen unten in der Beschreibung von diesem Video.